Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Busausbau-Video. Wie ihr wahrscheinlich im letzten Video schon gesehen habt, haben wir angefangen, unsere Küche zu bauen. Und unser Ziel in diesem Video ist, sie fertig zu kriegen und sie in den Bus dann auch wirklich einzubauen, weil gerade steht sie ja noch in der Werkstatt. Und wenn ihr wissen wollt, ob das alles so funktioniert hat, dann bleibt dran. Wir sind gerade in einer großen Schreinerwerkstatt. Die wurde uns zur Verfügung gestellt. Der Schreiner hat uns jetzt über die Woche die verschiedenen Zwischenböden und Schubladenverblendungen zugeschnitten, dass wir die jetzt heute zusammenbauen können und je nachdem, wie weit wir kommen, vielleicht sogar einbauen. Also so ist jetzt der Zwischenstand. Wir haben die immer jeweils hier oben verleimt und verschraubt. Dann kommen so kleine Halterungen aus Holz, wo die Zwischenböden dann reinkommen. Die mittleren, die haben wir mit Winkeln verschraubt, dass die auch wirklich Stabilität dann nachher bieten. Hoch? Ja, und die Hexepfanne aufsetzen. Die Küche steht fast. Wir haben die Küche zumindest mal ins Auto bekommen. Jetzt ist ein einziges Loch noch falsch, weil wir haben ja eigentlich da mal eine Zwischenwand drin gehabt und da sind noch so ein Stück von den Schrauben übrig. Und da haben wir überlegt, statt die wegzuflexen, lieber das Gewinde zu nutzen und daran die Küche zu befestigen. Aber das eine Loch ist ganz kleines bisschen zu hoch, das müssen wir jetzt noch kurz ausbessern. Und dann können wir die Küche mit dem Boden verschrauben. So sieht der Küchenblock jetzt eingebaut aus. Die Kühltruhe haben wir jetzt nur mal so reingestellt, um zu schauen, ob alles passt. Genauso wie der Wasser- und der Abwassertank. Da bauen wir jetzt nächste Woche Samstag noch den Küchenschrank fertig. Da fehlen jetzt noch die Scharniere, die Schubladen und die Türen. Und was wir auch noch fest eingebaut haben, ist der Trigger-Sensor. Der meldet nämlich, falls irgendwann mal, wenn wir campen sind, es brennen sollte oder jemand versucht, irgendwie Gas in den Bus zu leiten oder irgendwo Gas austreten sollte. Wir haben außerdem die Wasserpumpe angeschlossen, weil wir haben einen Wasserhahn mit theoretisch Warmwasser und Kaltwasser. Aber da wir kein Warmwasser in dem Bus haben, mussten wir so ein Y-Stück da dazwischen machen, dass es dann an beide Anschlüsse trotzdem Wasser zieht. Hier hinten sieht man noch unsere Verkabelung vom Strom vom Wasserhahn. Wir haben hier oben nämlich einen Schalter drin. Aber wir haben noch kein Wasser unten drin, weil uns fehlt nämlich noch der Abfluss. Da haben wir aus Versehen eingekauft, der ist zu groß, den kriegen wir da nicht rein. Aber der nächste, der wird jetzt wahrscheinlich hoffentlich dann der richtige morgen geliefert. Dann können wir das fertig einbauen.
so sieht es jetzt aus. Wir haben jetzt hier schon mal angefangen einzuräumen. Hier ist zum Beispiel Besteck drin. Dann hier ist so eine Wenn-Dann-Da-Schublade. Und die sind jetzt alle noch ein bisschen schief, weil das Holz muss ich erst eine Woche ziehen. Und dann können wir die Gelenke richtig einstellen. Genauso wie hier. Und hier haben wir noch unten einen Griff dran gemacht, damit wir die Kühlbox richtig rausziehen können. Das war's an der Stelle mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hättet ihr erwartet, dass die Küche so wird? Also ich nicht. Ich bin richtig, richtig froh. Mir gefällt die richtig gut. Und im nächsten Video bauen wir dann den Kleiderschrank, weil da ist ja noch ein Riesenloch neben der Küche. Das wird natürlich gefüllt. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert doch gerne den Kanal, drückt die Glocke und dann sehen wir uns beim nächsten Video.